So Freunde, bevor das Video losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch, beziehungsweise eine kleine Info. Und zwar, vielleicht haben schon einige mitbekommen, ich bin seit ungefähr einem Monat und schon ein bisschen länger Partner bei Thomann. Ich habe das noch nicht so sehr beworben, hier gerade auf YouTube auch noch nicht so. Mein Affiliate-Link ist jetzt schon länger in der Beschreibung, aber ich habe es noch nicht wirklich promoted und ich wollte euch einfach mal darauf hinweisen, dass wenn ihr mich unterstützen wollt und die meisten von euch werden wahrscheinlich bei Thomann einkaufen, ich selbst bin so stolz auf diese Kooperation, nicht irgendwie wegen des Geldes oder so, klar, ich kriege da Provisionen für jeden Einkauf, den ihr da tätigt und das über meinen Link tut und auch egal was ihr einkauft, ob es ein Adapter ist oder wenn ihr jetzt nur auf ein Produkt geht, was ich verlinke und über diesen Link einfach weiter einkauft, kriege ich Provisionen. Wie gesagt, es ist nicht nur wegen des Geldes, sondern ich kaufe wirklich bei Thomann schon ein. Da war ich noch, keine Ahnung, noch keine 10 Jahre alt, als mein Vater noch die Sachen gekauft hat. Also wir sind da schon so lange Kunde und dass die auf mich zugekommen sind mit mir, eine Partnerschaft eingehen wollen, nicht nur mit den Prozenten, sondern da kommen auch noch ganz viele andere Sachen auf euch zu. Das ist für mich einfach unbeschreiblich und einfach mega krass, dass ich das erreicht habe oder dass sie einfach auf mich zugekommen sind, wie gesagt. Also ich bin da sehr stolz drauf und wie gesagt, wenn ihr mich da einfach supporten wollt und mich unterstützen wollt, dass die auch sehen, dass es einfach was bringt, dass sie mit mir in eine Kooperation eingegangen sind sozusagen, dann geht gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr dann einkaufen über diesen Link und es wird für euch keinen Cent teurer. Im Gegenteil, ihr unterstützt mich. Und für euch hat es überhaupt keinen Nachteil. Ansonsten, Freunde, gibt es noch eine weitere Option, wie ihr mich unterstützen könnt. Und zwar habe ich ja, seit ich 1000 Abonnenten habe, bin ich ja YouTube-Partner und habe auch Werbung von meinen Videos. Und meistens bringt mir diese Werbung eigentlich nichts, weil ich auch weiterhin so fahren werde, dass die Musik in den Videos, die auch im Club abgespielt wird, auch auf den Videos bleibt und keine Hintergrundmusik drüber gefahren wird. Es kommen dann mal ein paar mehr vermehrte Technik-Videos oder Erklärvideos und Tipps und Tricks-Videos, die ihr euch sowieso wünscht. Da kann man dann Werbung drauf schalten, da muss ich ja keine Copyright-Musik nehmen. Aber bei den Giglogs bleibt es so. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, es gibt verschiedene Kanalmitgliedsstufen, die ihr benutzen könnt im Monat für eine kleine bis etwas höhere Summe. Das könnt ihr euch aussuchen oder auch nicht. Das ist wie gesagt kein Muss. Ihr kriegt da ein paar Vorteile, schaut da einfach mal vorbei bei Mitglied werden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr meine Videos feiert. Wie gesagt, es geht bei 2,99 los und ich glaube, das teuerste ist irgendwie 19 irgendwas, so in die Richtung. Und wie gesagt, ich habe es einfach aktiviert für die, die es cool finden. Da gibt es auch Emotes und so weiter, die es auch auf Twitch gibt. Ihr könnt es gerne nutzen, würde mich freuen. Und ansonsten könnt ihr auch einfach meine Videos so weiter schauen. Freunde, jetzt geht's los. Viel Spaß. Freunde, der Aufbau steht soweit, alles ist ready für die Party. Sieht wirklich sehr, sehr clean auch aus, finde ich. Also finde ich echt nice.
Sichtstativ heute so hinter mir positioniert. Finde ich aber einen clean Look so. Echt cool, Freunde. Gleich gibt es noch eine freie Trauung draus. Bin ich auch mit am Start. So, Freunde, die freie Trauung ist vorbei. Die habe ich natürlich jetzt nicht mitgefilmt, weil das ist natürlich ein sehr privater und intimer Moment. Das möchte ich nicht unbedingt mitfilmen. Beziehungsweise, ja, also selbst wenn ich die Erlaubnis hätte, ich habe es gar nicht nachgefragt, aber ich würde es auf jeden Fall nicht mitfilmen wollen. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, aber Freunde, ihr habt es ja gesehen, Anlage steht soweit und freie Trauung ist jetzt auch vorbei. War auch schön, habt ihr ja gesehen, aber die Location zumindest von der freien Trauung hier gerade 70 Meter vom Gebäude entfernt. Und ja, jetzt gibt es gleich Essen, beziehungsweise draußen noch Sektempfang. Die Gäste kommen dann gleich nach dem Fotos machen, langsam wieder rein. Oder rein, sie waren noch gar nicht drin. Und genau, da gibt es Essen. Da haben bestimmt noch ein paar Spiele. Und Flashmob ist geplant, Freunde, aber pst. Und ja, ansonsten geht es dann bei mir, aber es wird noch ein bisschen dauern. Bestimmt noch so 3-4 Stunden. Die Party los, Freunde. Und da nehme ich euch wieder mit, wie immer. Freunde, wir sehen uns bis gleich.